Kennst du das? Es ist ein traumhafter Tag am See und zwischen den Tauchgängen wäre eine kühle Erfrischung genau das Richtige. Wieso du dann unbedingt auf Alkohol verzichten solltest, erkläre ich dir in diesem Video. Hi und herzlich willkommen hier auf dem Tauchaktiv YouTube-Kanal. Ich wurde in einem TikTok-Kommentar gefragt, wie es sich mit Tauchen und Alkohol verhält. Vielen Dank für die Frage und gerne beantworte ich auch deine Frage. Schreib sie unbedingt in die Kommentare, denn ich beantworte deine Fragen rund ums Tauchen sehr gerne. Wie sich Alkohol beim Autofahren verhält, dürfte allen klar sein. Auch beim Tauchen sollte der Konsum von Alkohol nicht unterschätzt werden, denn er erhöht das Risiko eines Tauchunfalls erheblich. Hier noch einmal die Basics. Der Alkohol kann bereits nach wenigen Minuten im Blut nachgewiesen werden. Bereits kleine Mengen haben Einfluss auf das Atemzentrum, die Blutgefäße werden erweitert und der Blutdruck kann steigen. Das ist jetzt alles schön und gut, aber was hat das jetzt mit Tauchen zu tun? Die Erweiterung der Blutgefäße und der steigende Blutdruck kann dazu führen, dass mehr Inertgas in dein Gewebe transportiert wird und das Risiko einer Gasnarkose erhöht sich. Da die Blutgefäße erweitert werden, kann die Stickstoffabgabe der Gewebe ins Blut nach dem Tauchgang beschleunigt werden. Eine mögliche Folge ist die Dekompressionskrankheit. Der Genuss von Alkohol vor oder nach dem Tauchgang hat aber auch Einfluss auf deine Psyche. Damit ist gemeint, dass die eigene Leistungsfähigkeit nicht mehr richtig eingeschätzt werden kann und Aufgaben erscheinen auf einmal viel leichter. Auch die geistige und körperliche Leistung wird nachweislich schlechter und die Aufmerksamkeit für mögliche Gefahren beim Tauchen ist eingeschränkt. Beim Tauchen ist es von großer Bedeutung, dass die eigene Leistung und die eigenen Grenzen richtig eingeschätzt werden können, um Unfälle zu vermeiden. Riskiere also bitte nicht deine Gesundheit oder die deines Buddies, nur weil du vor oder nach dem Tauchgang nicht auf Alkohol verzichten konntest. Aber wie lange sollst du jetzt auf Alkohol verzichten, wenn du tauchen willst? Klar scheint wohl der Verzicht von Alkohol vor dem Tauchgang. Alkohol wird leider nur sehr langsam abgebaut, weshalb der Konsum vom Vorabend noch Einfluss auf deinen Körper haben kann. 1990 kam eine australische Studie von Van Lack heraus zum Thema Tauchunfälle. Ich weiß, sie ist schon etwas älter, aber die Effekte dürften noch immer die gleichen sein. Es wurden über 100 tödliche Tauchunfälle zwischen 1980 und 1989 untersucht und dabei ist herausgekommen, dass 50% der Taucher am Vorabend Alkohol getrunken haben. Solltest du also am nächsten Tag tauchen wollen, verzichte am besten am Vortag auf Alkohol. Ich habe vorhin erwähnt, dass auch nach dem Tauchgang auf Alkohol verzichtet werden sollte. Du solltest mindestens 30 bis 60 Minuten nach dem Tauchgang auf Alkohol verzichten, damit du gegebenenfalls unerwünschte Reaktionen deines Körpers wahrnimmst, wie zum Beispiel Kribbeln in den Gliedmaßen oder Kopfschmerzen. Packe nach dem Tauchgang in aller Ruhe deine Ausrüstung zusammen und danach kannst du noch gemütlich mit deinen Tauchbuddies zusammen, wenn nötig, ein Bier genießen. Nur noch ein paar Tipps an alle Tauchlehrer und Divemaster. Alkohol wird manchmal als Beruhigungsmittel verwendet und mindert die Angst. Gerade bei Tauchkursen kann es vorkommen, dass die Tauchschüler unter Alkoholeinfluss am Tauchplatz erscheinen. Also seid aufmerksam, wenn ihr mit euren Schülern ins Wasser geht. Für alle gilt, taucht nicht mit einem Buddy oder einem Tauchschüler, der kürzlich Alkohol konsumiert hat. Schützt euch und euren Buddy vor den möglichen Risiken oder Unfällen. Hier oben habe ich dir noch weitere Videos zum Thema Tauchen verlinkt. Bis zum nächsten Mal und allzeit gut Luft!